diese Skulptur hat der Schweizer Künstler Jean-Frédéric Schnieder 1973/74 geschaffen. Und es ist ein Kunstwerk, das uns in vieler Hinsicht an Grenzen bringt. Akzeptieren wir diese Kunst, die so gebastelt erscheint, dieses Skelett mit dem Kapitänshut als zeitgenössische Kunst, als Skulptur? Akzeptieren wir das Material als kunstwürdiges Material und lassen wir zu, dass dieser lakonische Kommentar auf die Skulptur akzeptabel ist? Das waren alles Fragen und sind bis heute Fragen, die den Künstler beschäftigen. Wo sind die Geschmacksgrenzen in der Kunst? Wo sind wir offen genug für neue Techniken in der Kunst und einen neuen Umgang mit Material, der vielleicht bisher vor allem in Amateurbereichen wie dem Basteln zugelassen waren? Dennoch ist es eine Skulptur, die sehr gut besteht, auch im Kunstmuseum, in der Sammlung, die auch einen sehr schönen Kommentar abgibt zu unserer neuen Konfrontation mit Vergänglichkeit, wie wir es in der Pandemie erleben können. Es sind Elemente auch aus dem realen Leben, diese Backenknochen von einem Tier, aber auch der Draht, der wie eine Zeichnung im Raum gebogen wird und natürlich vor allem diese liebevolle Aneinanderreihung von all den Weinkorken, die es brauchte, um das Skelett des Kapitäns herzustellen. Man würde eine solche Skulptur eher in einer Hafenkneipe erwarten, das ist auch der Hinweis mit der Kapitänsmütze darauf. Und das macht auch den Charme aus, dass genau so eine Art Dekoration, fast schon ein Element aus der Folklore, es in ein Kunstmuseum hineinschafft.